Herr Prorektor Loreda, meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr für die freundliche Begrüßung, die freundliche Einführung in unser Thema, das ja unter dem Rahmenthema Manipulation steht. Manipulation meint die Fremdbestimmung eines Menschen, wie bei einer Marionette, oft die unbewusste, für den Betroffenen nicht sichtbare Beeinflussung, sodass er seinen Willen nicht gegen den Manipulanten richten kann. Vielfach auch die Verfälschung von Wissen oder Wissensbeweisen, sodass der Beobachter glaubt, Sicherheit im Wissen zu haben, obwohl dieses Wissen nicht existiert. Dieses Problem gibt es in der Wissenschaft. Und wir haben dafür Maßstäbe redlichen Arbeitens in unserer Disziplin. Wir haben Ethikkommissionen. Wenn wir uns aber dem Kernthema, das dieser Manipulationsreihe zugrunde liegt, wie frei sind wir wirklich, zuwenden, dann ist die Frage der Fremdbestimmung des Wissenschaftlers viel grundsätzlicher und anders. Und dazu möchte ich Ihnen heute 7 Fragen vorlegen. Die erste: Die Freiheit der Wissenschaft ist immer ein Wagnis, das nach der Wahrheit sucht, aber nur Wahrscheinlichkeiten finden kann. Das ist also ein bescheidenes Wagnis der Freiheit. Zweitens: Wir sprechen oft von der wertfreien und voraussetzungslosen Wissenschaft und wissen selbstverständlich, dass die Wissenschaft auf Voraussetzungen basiert und dass sie hoffentlich nach Wertmaßstaben handelt. Das Dritte: Die Wissenschaftsfreiheit muss sich heute in einer Umbruchssituation behaupten, einer Umbruchssituation, die unser Menschenbild betrifft, die unsere Vorstellung vom Staat betrifft und die die Unterscheidung zwischen Recht und Ethos in Frage zu stellen scheint. Das Vierte: Wir beanspruchen gerade in unserer Universität, um individuelle Wissenschaftsfreiheit abzustützen, Autonomie, Selbstgesetzgebung, die eine Mehrheit von Wissenschaftlern befähigt, für andere zu unterscheiden. Aber diese Mehrheitsentscheidung ist eine substanziell andere als die demokratische. Und das wird vielfach heute verschränkt, verwechselt mit dramatischen Folgen. Fünftens: Die Wissenschaft drängt nach Überregionalität. Wir sind weltoffen, sodass ein Großteil der Institutionen, insbesondere unseres Bundesstaates, aus dem wir große Vorteile ableiten, eine solche Universitätslandschaft wie in Baden-Württemberg mit Universitäten wie Heidelberg und Freiburg und Tübingen, Konstanz und technischen Hochschulen Karlsruhe und Stuttgart wäre nie möglich, wenn das zentralisiert wäre. Dann wäre der Proporz eine ganz andere Verteilung. Die Tatsache, dass wir in der blühendsten Wissenschaftslandschaft wohl Europas leben und arbeiten dürfen, ist sicherlich ein Erfolg des Bundesstaates. Aber die Perspektive, auch der Organisationsanspruch, der Finanzanspruch, denken Sie an das Glück unserer Exzellenz, weist weit über dieses Organisationsprinzip hinaus, ebenfalls mit bemerkenswerten Folgen. Sechstens: Die Macht des Geldes. Und siebtens: Die Macht des Zeitgeistes, der Medien, mit der jeder Wissenschaftler sehr bewusst umgehen muss. Gerade in meinem Fach, dem Recht, sind wir sehr anfällig. Und man muss täglich sich bewusst machen, was der Auftrag des Rechts ist und was das Wünschbare ist, das möglicherweise in den Medien bezeichnet wird. Zum Ersten: Freiheit ist ein Wagnis. Jeder kommt täglich an eine Wegscheide, wo er bestimmen muss, ich gehe geradeaus, rechts oder links. Und weil er als Mensch die Zukunft nicht voraussehen kann, muss er entscheiden ohne verlässliche empirische Grundlage. Das ist Freiheit. Und oft weiß er nicht mal am Ende des Weges, ob es richtig war, dass er Arzt geworden ist, Anwalt geworden ist, Architekt geworden ist. Aber er weiß,
Es war meine höchstpersönliche Entscheidung. Ich habe es so gewollt und niemand hat es mir aufgedrängt. Das ist eine wichtige Funktion des Freiheitsrechts, dass dann, wenn ich mich entschieden habe zu einem Studium, zu einem Beruf, zu einem Langzeitforschungsprojekt, dass ich dann dank Freiheit das Recht habe, mich vom anderen zu unterscheiden. Der eine forscht in der Medizin und der andere in der Philosophie. Und wenn die dieses tun, sind sie grundsätzlich verschieden voneinander. Und wenn die diesen ihren Weg folgerichtig fortsetzen, wird die Verschiedenheit immer größer. Und das soll so sein. Freiheit, insbesondere Freiheit in der Wissenschaft, meint durch individuelle Anstrengung und Leistung begründete Verschiedenheit. Wer das nicht erträgt, erträgt die Freiheit nicht. Das Wagnis zur Verschiedenheit ist die Pointe der Freiheit, ist Grundlage in der Spezialisierung unserer wissenschaftlichen Hoffnung und damit unseres gegenseitigen arbeitsteiligen Vertrauens. Diesen Wagnisgedanken müssen wir jetzt etwas vertiefen, wenn wir uns bewusst machen, dass dieses Wagnis der Wissenschaftsfreiheit, des konkreten individuellen Projekts, natürlich nicht nur von dem einzelnen Wissenschaftler abhängt, sondern von den Rahmenbedingungen, die er vorfindet, die er ein bisschen beeinflussen kann, die aber letztlich fremdbestimmt sind. Hätten wir diese Universität und diesen Prorektor nicht, würden wir uns heute nicht begegnen. Die Organisationskraft dieser Institution hat uns zu diesem Dialog, auf den ich mich freue, zusammengeführt. Gäbe es ihn nicht, gäbe es diese Veranstaltung nicht. Hätten wir keine Fördereinrichtungen, könnten wir Symposien nicht durchführen. Hätten wir keine gemeinsame Sprache, könnten wir uns nicht verständigen. Hätten wir den Frieden nicht durch Recht, müssten wir heute in einem Kriegsgebiet zusammenkommen, wäre der Ausgangspunkt unserer Forschung, unserer Lehre ein fundamental anderer. Wir sind, das müssen wir gerade uns bewusst machen, die wir das Glück haben, unter sehr guten Verhältnissen leben zu dürfen, fundamental abhängig von den Rahmenbedingungen, die diese Gesellschaft, diese Wissenschaftsgemeinschaft, dieser Staat mit seinem Recht uns bietet. Und damit stellt sich insbesondere die Frage, bezogen auf die Universität, inwieweit die staatliche Wissenschaftsorganisation Wissenschaftsfreiheit ermöglicht und inwieweit sie die Wissenschaftsfreiheit verengt. Es stellt sich dann die Frage, wer trägt eigentlich das Wagnis für diese Wissenschaft? Wenn wir nicht mehr den Wissenschaftler allein sehen dürfen, sondern als Teil seiner Universität, seines Bundeslandes, seines Staates, seines Europas. Der Staat verantwortet das Geld durch die Haushaltsentscheidung. Und im staatlichen Haushaltsrecht haben wir ein Bepackungsverbot. Er darf die Bereitstellung von Finanzmitteln im Gesetz nicht mit Auflagen versehen. Eine fundamentale Frage der Freiheit, die dann auf dem Weg des Geldes vom staatlichen Haushalt bis zum einzelnen Projekt grundlegend verändert. Aber der Ausgangspunkt ist, das Parlament, das über die Gelder entscheidet und deren Wegen haben wir in Deutschland Demokratie erkämpft, darf keine Auflagen vorsehen. Der einzelne Wissenschaftler bekommt eine Projektfinanzierung mit einer Fülle von Vorgaben, Bedingungen und Auflagen, die er beachten muss, wenn dieses Geld stetig bezahlt werden soll. Der Staat gibt sozusagen einen Blankoscheck. Der Wissenschaftler hofft auf diesen Blankoscheck. In der Zwischenzeit ist der Scheck völlig verändert. Er ist bedingt in einem Gegenseitigkeitsverhältnis. Ich sage nicht, dass das schlecht sei. Ich sage nur, dass ich hier auf dem Weg von der parlamentarischen Bereitstellung des Geldes bis zur Ankunft beim Projekt Fundamentales ereignet.
Der Parlamentarier trifft die Grundsatzentscheidung. Der Beamte, der dieses vollzieht, des Staates, trifft die Projektentscheidung. Die Universität trifft die Gemeinschaftsentscheidung. Sie ist für alle Lehrstühle, für alle Professoren, alle Mitarbeiter verantwortlich. Sie koordiniert im glücklichen Fall Marsilius-Kolleg. Sie pflegt die Interdisziplinarität und macht damit das Denken des Einzelnen weiter. Aber sie veranlasst denjenigen, der vielleicht allein für sich denken will, bei sich sein will und davon sich die beste Erkenntnis erhofft, auch zu einer Forschungsmethode, die vielleicht nicht die seine ist. Und wenn wir dann noch Großforschungseinrichtungen haben, denen die wissenschaftliche Jugend fehlt und damit die Jugendlichkeit fehlt, weil sie nicht Studenten ausbilden, denen damit möglicherweise ein immanentes Qualifikationskriterium fehlt, weil sie nicht jede Woche ihr Spezialistendenken in der Allgemeinheit der Verständlichkeit fürs dritte Semester präsentieren müssen, dann ereignet sich auch durch die Organisationsform eine strukturelle Veränderung der Forschungsmöglichkeiten und damit des alltäglichen Forschertums. Und der Professor erwartet in diesem System, nachdem er im Regelfall zwei Staatsexamina gemacht hat oder sich nach Bologna qualifiziert hat als Master, dann promoviert hat, dann habilitiert hat oder Leiter einer Forschungsgruppe war, dann im harten Berufungsverfahren ins Ziel gekommen ist, jetzt glücklich als junger Professor in Heidelberg anfängt, dann erwartet er Freiheitsvertrauen. Er denkt sich, ich habe gezeigt, ich kann's. Jetzt gebt mir mal Freiheit, gebt mir mal eine Grundausstattung, die ohne Auflagen nur für sein Fach ist und gebt mir die Möglichkeit zu zeigen, nach 5 Jahren, dann kann ich es noch besser. Das ist die Ausgangsposition, die wir uns denken müssen. Und damit habe ich im Grunde schon die Kernantwort zu meiner zweiten Frage gegeben, nämlich, ist die Wissenschaft wirklich voraussetzungslos und wertfrei? Die These, Sie wissen, vor mehr als 100 Jahren, insbesondere auch hier in Heidelberg von Max Weber vertreten, hatte eine Funktion. Sie wollte die Wissenschaft freikämpfen von der Obrigkeit, die alles bestimmt hat. Das war in damaliger Situation eine vernünftige, wenn auch übertreibende Aussage. In der Sache ist die These von der Voraussetzungslosigkeit und der Wertfreiheit völlig unvertretbar. Natürlich denken Sie daran, an dass wir diese Universität haben müssen, wie ich eins gesagt habe. Denken Sie daran, dass wir Finanzen brauchen. Denken Sie daran, dass wir freigestellt sind von den aktuellen wirtschaftlichen Not in unserem Leben, weil wir ein Gehalt bekommen. Oder denken Sie an so einfache Dinge, dass wir heute hierher fahren könnten, weil es eine Straße gibt und eine Tram gibt. Oder dass wir zum Kongress fahren können, weil es ein Flugzeug gibt und eine Eisenbahn gibt. Die Idee der Voraussetzungslosigkeit ist ein Ideal, das Verengungen zurückweist, aber nicht die Wirklichkeit beschreibt. Und die Idee der Wertfreiheit bedeutet ja nicht, dass der Atomphysiker an jedem Ort in Heidelberg mal eine kleine Explosion probieren dürfte. Natürlich darf er das nicht. Bedeutet nicht, dass der Arzt seine Menschenversuche machen darf, ohne Einwilligung des Betroffenen. Bedeutet nicht, dass der Genforscher die Identität des Menschen verändern darf. Bedeutet nicht, Sie wissen, die Deutsche Ethikkommission hat sich just diesem Thema gewidmet, dass die Forscher die Vogelgrippe erforschen, um Möglichkeiten größtmöglicher Verbreitung, also Einsatz als Kampfmittel, zu bedenken. Wenn wir die Forschungsfreiheit so definieren würden, keiner tut es, würden wir die Freiheitsidee selbst widerlegen, denn sie muss natürlich so auf die Rechtsgemeinschaft abgestimmt sein, dass prinzipiell die Forschungsergebnisse der Gemeinschaft dienen können. Sie müssen nicht wirtschaftlich ausgenutzt werden, das ist was ganz anderes. Aber sie dürfen die Gemeinschaft nicht offensichtlich gefährden.
Und deswegen unterscheiden wir, um dieses Problem zu strukturieren, zwischen der Welt der Ursachen, Naturwissenschaften, und der Welt der Gründe, Geisteswissenschaften. Ein grobes Raster, das uns aber sehr hilft. Die Naturwissenschaften beantworten die Frage, was der Mensch tun kann. Die Geisteswissenschaften beantworten die Frage, was der Mensch tun darf. Und wenn wir uns das klar machen, dass jeder in seinem System denkt, aber nur einen Teil der menschlichen Wahrheit erkennen kann, der Geisteswissenschaftler wird nie ein Heilmittel für Krankheiten entdecken. Der Naturwissenschaftler fragt nach den Gesetzen der Natur, aber er wird nie das wichtigste Gesetz unseres Zusammenlebens entdecken. Die Würde jedes Menschen ist unantastbar. Und da sehen Sie, dass wir aufeinander angewiesen sind, nicht? Dass wir uns ergänzen müssen, dass jeder weiß, es wäre schön gewesen, wenn wir bei der ersten Atomspaltung bereits einen Atomwaffenverbotsvertrag gemacht hätten. Dann wäre diese wissenschaftliche Erkenntnis ausschließlich ein Segen für den Staat gewesen. Oder wenn wir bei der Entdeckung des Schießpulvers, die Nutzung dieses Pulvers, es kann viel Gutes tun, selbstverständlich, wenn wir einen Tunnel bauen, aber die Nutzung dieses Pulvers vordefiniert hätte. Wenn wir bei der Idee der Freiheit zugleich die Kultur des Maßes, die Gleichheit in der Freiheit, weil man Mensch ist, mitdenken würden, stärker denken würden als diejenigen, die 1766 erstmals die Freiheitsidee verkündet haben, das überhaupt nur denken könnte. Oder denken Sie aktuell an die Digitaltechnik, die uns ungeheure Möglichkeiten, das menschliche Gedächtnis zu erweitern bieten, zu kombinieren, mit anderen zu kommunizieren, auf aller Welt zur gleichen Sekunde. Aber natürlich uns auch verführen, wenn wir nach der Sprache fragen, nehmen wir die Sprache, die im Computer ist. Wenn wir rechnen, nehmen wir das Programm, das im Computer ist. Die digitale Welt drängt uns in eine programmierte Freiheit. Und wer sich dem unterwirft, erweitert seine Möglichkeiten des Forschens täglich, aber er nimmt bestimmte Denkungsweisen, die noch nicht programmiert sind, aus diesem System aus. Und wenn wir dann Open Access veranlasst werden, gezwungen werden, unser geistiges Eigentum zu offenbaren, einmal, wenn es noch nicht fertig ist, wenn der Forscher sagt, das ist noch nicht publikationsreif, ich behalte es für mich, und zum anderen, wenn es fertig ist, müssen wir es unentgeltlich den Giganten des IT-Marktes geben, damit die damit ihr Geschäft machen. Früher konnte ein Siemens, ein Bosch, ein Brenz, ein Freudenberg, mit der einen Idee als Erfinder das Weltkonzern, den Weltkonzern aufbauen. Heute müssen wir die Beteiligung am Computersystem mit der Ablieferung unseres Wissens, das dann in einem großen Computer in Utah aufgezeichnet wird, bezahlen. Wir meinen, es sei unentgeltlich, das ist in der Tat Manipulation. Wir meinen, wir hätten es unentgeltlich und bezahlen mit dem Gut, das wir hervorbringen, nämlich mit dem geistigen Eigentum. Und damit verlässt dieses Wissen das System Wissenschaft, Selbstkontrolle nach Redlichkeit und so weiter und erreicht das System Marktwirtschaft. Und dann geht es um den Gewinn, nicht? Dann wissen Sie, dann werden manche Dinge publiziert, bevor sie ausgereift sind. Wir müssen diese unsere Freiheit, mein dritter Punkt, in einer Umbruchssituation verteidigen. Bisher, 2000 Jahre, stand der Mensch im Mittelpunkt der Welt. Jetzt sagen uns manche Naturwissenschaftler mit gutem Grund, der Mensch sei eine Randerscheinung dieser Welt.
Wer in das Weltall vorstößt, macht uns klar, der Mensch ist in diesem Weltall ein kleiner Punkt, kleiner als der Punkt am Ende eines Romans. Und wenn wir fragen, ja, wie können Sie denn dieses Weltall, dieses Universum aufhellen, dann sagt er etwa so wie in einer Riesenturnhalle, wenn ich das Feuerzeug anmache und ich meine, ich könnte sie damit erleuchten. Wir sind ganz bescheiden am Anfang, am Rand und lernen wieder das Staunen vor dem Universum. Aber wenn dann dieser Naturwissenschaftler mit dem Mediziner spricht, der ein Arzt ist und der den Menschen heilen will, dann sieht er plötzlich, dass diese Naturwissenschaft sich ganz auf den Mensch konzentriert. Und wenn er dann mit einem Juristen spricht und der Jurist sagt ihm, ich kann in dieser Welt nur einen ansprechen, den Mensch. Die Natur folgt den Gesetzen nicht. Befolgungsfähig ist nur der Mensch. Dann steht plötzlich wieder der Mensch im Mittelpunkt dieses Systems und damit der Anspruch, die Welt zu beherrschen, Umweltschutz und so weiter. Die Folgerungen liegen auf der Hand. Der zweite Punkt, grundlegender Veränderung. Wir sind uns des Organisationssystems des Staates nicht mehr so sicher. Wir hatten alle gehofft auf den arabischen Frühling. Viele haben geschrieben von der poststaatlichen, der postnationalen Phase unseres menschlichen Lebens. Wir sind abrupt belehrt worden, dass wenn der Staat zerstört ist, wenn das Recht nicht mehr herrscht, gibt es Bürgerkrieg, dann gibt es Krieg, dann gibt es Flüchtlingsbewegungen, die Zuflucht suchen. Dann gibt es die Menschen, denen es besser geht, die diese Zuflucht abwehren. Und wir stehen am Anfang vor dieser Entwicklung. Unsere Wissenschaftler sagen uns, dass wenn Frieden in den Krisengebieten wäre, was noch lange nicht der Fall ist, dann der Durst die Menschen treiben wird und dann der Untergang von Inseln in einem anwachsenden Meer. Also wir stehen am Beginn einer großen Völkerwanderung. Und wenn Sie unsere Diskussion nicht nur in Deutschland, sondern in den letzten Jahren in fast allen Kulturstaaten dieser Erde sich erinnern, dann wissen Sie, wie wenig wir auf diese Elementarfrage eingestellt sind, obwohl sie am Anfang unserer christlichen Kultur steht, die mit einer Wanderung dort aus steuerlichem Anlass und nachher mit einer Flucht vor Herodes begonnen hat. Und das Dritte, wir unterscheiden gerade in unserer Philosophie mit gutem Grund strikt zwischen dem Recht der äußeren Ordnung, das jeder beachten muss, und der Ethik, das Gewissen, die Geschichtsschreibung vor sich selbst, die selbstkritische Geschichtsschreibung. Und der Staat fordert die äußere Ordnung an und hofft auf die Existenz der inneren Ordnung. Des ehrbaren Kaufmanns nach Treu und Glauben, des Handelns nach bestem Wissen und Gewissen. Wenn wir jetzt glauben, in den verschiedenen Rechtskulturen, schon in Europa zwischen Nord und Süd, fundamentale Unterschiede in der Rechtstreue, dieses zu überwinden durch Compliance-Regeln, die dann rechtlich durchgesetzt werden, wo derjenige, der diese, sage ich es mal zugespitzt, Gewissenserforschung als Unternehmer nicht macht, wesentliche Nachteile empfindet, dann haben wir ein Freiheits- und Friedensprinzip, das unsere ganze Rechtstradition trägt, aufgegeben. Und ich glaube, wir geben es auf, ohne es zu reflektieren. Also ich meine schon, die Aufgabe ist ein Fehler, aber wenn sie sich ereignet, die Rechtsanwaltschaft ist natürlich begeistert, das ist ein neues Thema, das ist klar. Nicht? Aber wenn sich dort eine prinzipielle, strukturelle Veränderung ereignet, ohne dass sie selbst reflektiert ist, dann glaube ich, müssen wir darüber nachdenken. Das Vierte betrifft den Verlust des Freiheitsvertrauens gegenüber der Universität, gegenüber der Fakultät, gegenüber dem einzelnen Professor. Wir haben eine Fülle von Zertifizierungen, Auditierungen, Evaluationen, Zielvereinbarungen, Nachweispflichten. Wir haben ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Akkreditierung, durch private Firmen, ausgezeichnet durch wenig Sachverstand, wissenschaftlichen Sachverstand, betrieben worden sind.
Das ist aufgehoben worden, weil die Grundsatzentscheidungen der Gesetzgeber treffen muss und die Fachentscheidungen nur der Fachkundige, der Qualifizierte treffen darf. Hier hat das Verfassungsgericht der Wissenschaftspolitik und den Universitäten eine einmalige Vorlage gegeben. Wir müssen jetzt zusammenrücken und diese nutzen. Dass wir diese Chance, uns von einer gut gemeinten Fremdbestimmung, ich bestreite nicht die Redlichkeit derer, die hier evaluieren und akkreditieren, aber ich bestreite, dass sie das Wissen, das sie dafür brauchen, haben, dass sie weitgehend ihre Entscheidungen aufgrund angemaßten Wissens treffen. Und das Bundesverfassungsgericht sagt in diesem Urteil, mein vierter Punkt, auch noch etwas ganz Wesentliches, es muss bei diesen Wissenschaftsentscheidungen die Eigengesetzlichkeit des Wissenschaftlichen zum Tragen kommen. Die Universität ist eine Wissenschaftsorganisation. Das ist anders als in der allgemeinen Demokratie. Wir haben eine Arbeitsteilung in unserer Gesellschaft. Wenn jeder einen Beruf ausübt mit Wirkung für den anderen, muss er im Vorhinein nachweisen, dass er es kann. Er muss ein Examen machen als Arzt, als Lehrer, als Handwerksmeister. Dann darf er den Beruf ausüben. Und selbst wenn wir nur ein Auto auf öffentlichen Straßen fahren wollen, müssen Sie im Vorhinein zeigen, dass wir es können. Wir müssen einen Führerschein machen. Wenn wir das Staatsschiff lenken wollen, sind wir alles Naturtalente. Deutscher und 18 Jahre, dann können wir es. Dann können wir Bundeskanzler werden, nicht? Um der demokratischen Egalität willen, das ist gut so, aber es ist kühn, es ist sehr kühn. Und deswegen heißt nicht, das Parlament ist für alles kompetent und zuständig, sondern das Parlament entscheidet die Grundsatzfragen. Der Generalist, der im Parlament sitzt, ausgewählt in einem schwierigen Verfahren der Parteien, das wissen wir alle, aber nicht fachqualifiziert für etwas Bestimmtes, der entscheidet, geben wir viel Geld in die Wissenschaft oder in die Kitas. Der entscheidet, Atomausstieg ja oder nein. Der entscheidet, Bundeswehr aussetzen ja oder nein. Der entscheidet strukturell, Flüchtlinge reinlassen oder zumachen. So einfach ist es nicht. Jeder Flüchtling hat seine Würde, aber wir sind ein souveräner Staat und nicht für die Probleme in der Welt zuständig. Nicht. Wenn die Menschenwürde verletzt wird in China, in Afrika, in Guantanamo, sind wir nicht verantwortlich. Nicht. Aber diese Grundsatzentscheidung, die trifft der Parlamentarier. Aber die Frage, was sind die Kriterien für ein Jurastudium, trifft der Jurist. Und das sind die Gesetzmäßigkeiten, von denen das Bundesverfassungsgericht, sind die Eigengesetzmäßigkeiten für die philologischen Fächer, für die medizinischen Fächer, für die physikalischen Fächer. Und der Jurist würde sich nicht anheischig machen, einen Studienplan für Physik zu schreiben, weil er weiß, das wird misslingen. Und das ist die Gesetzmäßigkeit. Und diese Gesetzmäßigkeit betrifft natürlich auch, anders als die staatliche Demokratie, unsere Organisationsform. Die staatliche Demokratie lebt von der Antithese Regierung und Opposition. Die Regierung sagt ja und die Opposition sagt nein. Und dann kann das der Wähler beobachten, personell und programmatisch, und weiß, wie er am nächsten Mal wählen soll. Wir haben einen Rektor, aber keinen Gegenrektor, den brauchen wir nicht. Wir haben einen Dekan, aber keinen Gegendekan, den brauchen wir nicht. Wir haben eine Organisationsform, die vom Fachverstand, wir haben natürlich den ungeheuren Optimismus, dass die Vernunft auch den Charakter prägt, nicht? Hoffnung, ob es so ist, wir hoffen es, nicht? Und dass deswegen wir in dieser Standesgesellschaft, ich sage es so klar, in dieser Standesgesellschaft für diese Fragen die besseren Entscheidungen treffen können. Und deswegen bedeutet Autonomie der Universität einmal Selbstgesetzgebung, aber auch Selbstgesetzgebung nach den Gesetzmäßigkeiten der Wissenschaft. Demokratie ist eine Staatsform, Wissenschaftsautonomie ist eine Form wissenschaftlichen Denkens, aus dem Entscheidungen folgen. Auch das, glaube ich, müssen wir gerade in unserer gegenwärtigen aufgeregten Debatte mehr und mehr uns wieder ins Bewusstsein führen.
Fünftens, die Wissenschaftsfreiheit ist verwurzelt in der Universität Heidelberg, im Land Baden-Württemberg, in Deutschland, aber sie drängt natürlich in alle Welt und möchte möglichst keine Grenzen kennen. Das ist das Ideal der Wissenschaft, weil überall Menschen denken über die gleichen Themen und sich deswegen wechselseitig anregen können. Wir haben dieses System in Deutschland eigentlich ganz gut entfaltet, indem wir die Hochschulzuständigkeit bei den Bundesländern angesiedelt haben, mit den im eingangs erwähnten guten Ergebnissen für die einzelnen Bundesländer oder auch schlechteren für Länder, die es anders sehen. Wir haben aber jetzt das Bedürfnis zu immer mehr Geld, weil die Wissenschaft auch in den Apparaten, auch in den Räumen und Labors, auch in den Bibliotheken der digitalen Welt immer kostenintensiver wird. Und jeder, der Geld sucht, drängt zum großen Etat. Und das bedeutet einmal, dass wir, das beginnt bei der Studienzulassung, Organisationsformen der Länder haben, die über das einzelne Land hinausgreifen. Die dritte Ebene. Das ist der Wissenschaftsrat insbesondere. Das ist die gemeinsame Kommission von Bund und Ländern. Das ist die DFG. Und in dieser dritten Ebene, wo 16 Länder und ein Bund zusammenwirken, sind 17 Parlamente, 17 Regierungen, 17 Verwaltungen, 17 Rechnungshöfe zuständig. Und wenn 17 zuständig ist, ist keiner zuständig. Nicht? Die balancieren sich gegenseitig. Nicht? Das Kompromisshafte ist das Prinzip der verschränkten Zuständigkeit. Und dann haben wir der Mühe, mit 17 Ländern zu verhandeln und gemeinsame Ergebnisse zu kriegen, überdrüssig das Bemühen, den Bund zur Finanzierung zu veranlassen. Exzellenzinitiative, größtenteils. Nicht? Und dann sagt der Bund, das mache ich gerne. Denn dann kann ich Auflagen erteilen. Nach unserem Finanzverfassungssystem müsste das ganz anders laufen. Die Länder brauchen mehr Geld, weil die Universitäten mehr Geld brauchen. Also müssen wir alle 2 Jahre das Aufkommen aus der Umsatzsteuer, es ist die größte Steuer vom Ertrag her in unserem System, alle 2 Jahre neu verteilen. Und wenn da die Ländergesamtheit 1 Punkt mehr bekommt, sind das 8 Milliarden. Und wenn sie 2 Punkte bekommt, sind das 16 Milliarden. Das ist weit mehr als die Summe der ganzen Exzellenz, wenn man es mal in der Verantwortlichkeit des Bundes sieht. Und damit sehen Sie, dass sich hier das System, das durchaus flexibel ist und den Ländern mehr Geld gäbe, weil sie gute Universitäten haben, durchbrochen wird und der Bund sich als der großzügige, wenn auch kompetenzlose Mäzen gibt, der tut etwas, was er nicht darf, aber der Euro ist echt und wir nehmen ihn gern, selbstverständlich. Und da müssen wir überlegen, ob wir hier gegensteuern müssen, wenn die Maßstäbe von der DFG kommen. Die DFG-Richtlinie ist für bestimmte Bereiche der einzelne Maßstab, der einzige Maßstab. Und die Empfehlungen des Wissenschaftsrates nennen sich Empfehlungen, aber wirken faktisch, weil die über das Geld entscheiden, wie ein Befehl. Die sind aber nicht parlamentarisch legitimiert und die sind nicht autonom legitimiert. Das ist eine Kombination von gutwilligen Beamten und Wissenschaftlern. Und weil ein Beamter dazu neigt, den Maßstab, den er vollziehen muss, am besten selbst zu setzen, denkt er sich eine DFG-Richtlinie aus und vollzieht die dann im Namen der DFG. Es war alles eine Person oder höchstens 2. Wohlgemerkt, auf dieser Grundlage hat sich bei uns eine blühende Wissenschaftlichkeit entwickelt. Und wenn wir es beobachten und durch die Lande ziehen, dann wissen wir schon, was wir an unserem Wissenschaftssystem haben, damit ich damit nicht verstanden, nicht missverstanden werde. Aber wir riskieren die demokratische Legitimation, die Rückbindung an den Steuerzahler, der es bezahlt, und die ständige parlamentarische Überprüfung und Erneuerung. Die Verstetigung, die Beharrungselemente sind natürlich mit der Hand zu greifen. Die DFG rühmt sich, sie hat in die Universitäten interveniert und damit die Mängel der ordinarien Universität beseitigt. Das kann so sein, das will ich gar nicht bestreiten. Aber
Sie hat es getan aus dem Willen von ganz wenigen Fachgremien, kleinen Fachgremien, die im Grunde keinem Parlament, keinem Rechnungshof, keiner Dienst- und Fachaufsicht unterworfen sind. Und deswegen, nur ganz kurz angedeutet, müssen wir prinzipiell die finanzielle Förderung wieder zurückführen auf die Grundausstattung. Ohne Auflagen, ohne Bedingungen. Zweitens, die Projektförderung, das wird natürlich bei der DFG eine Projektförderung bleiben, allenfalls Auflagen zum Thema, zur Methode, möglicherweise noch zum Kreis der Beteiligten, aber das fängt schon an. Ich kenne kürzlich einen Fall, da musste unbedingt noch aus europarechtlichen Gründen ein Portugiese beteiligt werden, obwohl es für diesen Fach keinen portugiesischen Professor gab. Also haben wir einen Historiker genommen, der hat dann die Geschichte dieses Forschungsprogramms vom ersten Tag mitgeschrieben. Ja. So war es nicht gedacht. Nicht? Wenn dann aber die Auflagen kommen, wie das Rektorat zusammengesetzt werden soll, wenn Auflagen kommen von dem Proporz, wenn Auflagen kommen, welches Rechnungssystem wir verwenden wollen, wenn Auflagen kommen, wie wir abrechnen und belegen müssen, dann hat das mit Forschungsförderung nichts mehr zu tun. Und wenn dann noch die Auflage kommt, und die kommt überall, Open Access, dann ist eine klassische Frage des Parlaments, dass das geistige Eigentum wie das Grundeigentum oder das bewegliche Eigentum zu definieren hat. Nicht aber eine Forschungsförderungsgruppe, die sich dieses anmaßt. Und die Gesetzmäßigkeiten der Wissenschaft sind nicht die des Marktes. Beim Markt geht es um Gewinnmaximierung. Eine ganz grobe Vereinfachung des menschlichen Denkens, und zwar der Gewinn des Shareholders, also des Kapitalgebers. Nicht der Gewinn des Arbeitnehmers oder nicht der Gewinn der Gemeinde, wo die Firma ihren Standort hat, sondern die Mehrung des Vermögens des Aktionärs. Das ist ein interessantes Prinzip, ich halte es für ein überzogenes, aber darauf kommt es jetzt nicht an. Es ist ein ganz enges Prinzip in unserem menschlichen Denken, dem wir ganz wesentlich unsere wirtschaftliche Prosperität verdanken, das sei unbestritten. Aber es ist für die Wissenschaft, richtig oder falsch, vertretbar oder unvertretbar, gänzlich ungeeignet. Und wer deshalb von Wettbewerb spricht, Wettbewerb teilt die Menschen in Sieger und Besiegte. Wer am schnellsten gelaufen ist, kriegt die Goldmedaille. Wer als politischer Bewerber das Mandat bekommen hat, die meisten Stimmen, bekommt das Mandat. Wer im Markt das günstigste Angebot gemacht hat, bekommt den Auftrag. Und die anderen sind die Verlierer. Wissenschaft, moderne Wissenschaft, lebt ganz wesentlich von der Kooperation, nicht von der Konkurrenz, wo der eine der Sieger ist und den anderen besiegt. Wissenschaftliche Lehre lebt ganz wesentlich von der Ermutigung und nicht von der Verdrängung des Schwachen. Wer schnell laufen kann, zieht den etwas langsamer mit, damit sie nachher beide schnell laufen können, wenn es gut läuft. Die Prinzipien sind ganz andere und ich möchte noch gerne etwas hinzufügen, das Sie vielleicht überrascht. Wissenschaft funktioniert nur, weil der Wissenschaftler die persönliche Verantwortung übernimmt für das, was er tut. Er verbindet das Buch mit seinem Namen, er publiziert das Forschungsprojekt unter seinem Namen, er steht einem Institut vor und verantwortet, was dort geschieht. In unserem Wissenschaftssystem hat sich die erstaunliche Auffassung verbreitet, man könne nur Gutachter sein in der Anonymität. Bei der DFG ist jeder Begutachter anonym. Und wenn ich fragen würde, wer hat denn das über dieses Projekt in dieser Torheit geschrieben, gibt die DFG den Namen nicht heraus. Und die Gutachter sagen, sie können nur unbefangen gutachten, wenn sie nicht Missgunst und Hass und Rache derer, die unterlegen sind, befürchten müssen. In unseren Fakultäten, in unserem Senat befürchten wir das nicht. Da stehen wir offen mit unserem Namen und unserem Kopf für das, was wir sagen. Und wenn diese Gutachtertätigkeit ein bisschen richten über Kollegen ist, und sie ist es, dann erinnere ich daran, der Richter unterschreibt das Urteil mit seinem Namen. Das habe ich 12 Jahre gemacht. Und immer mit dem Gedanken, ich unterschreibe es, dass ich hoffe, auch in 20 Jahren noch Freude daran zu haben, dass mein Name unter diesem Urteil steht.
Die Verantwortlichkeit ist eine ganz andere, wenn Sie es als Individuum vertreten müssen. Und deswegen meine ich, müssen wir zurückkehren zur Transparenz des Begutachtungssystems. Jeder sagt, was er denkt und will, aber steht mit seinem Namen dafür. Und das gilt auch für den Beamten, der oft die Schlüsselposition hat dieser Entscheidung. Er verbindet das von ihm geförderte Projekt mit seinem Namen in Glanz und Elend. Und dann machen wir nachher eine Erfolgsbilanz. Und dann wird das transparent und dann wird der Druck auf die richtige wissenschaftskonforme Entscheidung besser. Ein kurzes Wort, mein vorletzter Punkt, zur Macht des Geldes. Wir denken Freiheit so, der Bürger bildet einen Willen in Freiheit. Er plant heute mal um der Freiheit willen, heute fährt er mit seinem Auto auf öffentlichen Straßen links. Und dann sagt der Staat, das darfst du nicht. Und wenn du es tätest, wird es dir nicht gut bekommen. Dann ärgert er sich und nimmt seinen individuell gebildeten Willen zurück und fährt rechts. Da ist er gut mit beraten. Aber er ist sich des Konfliktes bewusst. Ich wollte eigentlich anders. Ich unterwerfe mich dem Recht. Ich kann den Fall auch dramatischer bilden. Er möchte den X erschlagen, aber er guckt nochmal ins StGB rein und sagt, oh, da könnte viel Freiheitsstrafe drohen, dann lasse ich es vielleicht doch nicht. Wir haben den offenen Konflikt zwischen Willen und entgegenwirkendem Recht. Beim Geld ist das ganz anders. Der Staat hält uns den Köder hin, du kriegst für dein Projekt 100 und dann schaue ich auf diese 100 und tue alles, damit ich diese 100 kriege. Ich bilde meinen Willen von vornherein mit Blick auf das Finanzangebot. Und deswegen ist die Verführung durch das Geld so subtil und freiheitsgefährdend. Man merkt es gar nicht, dass man seine Freiheit im Vorhinein preisgibt, weil man gerne den Gelderfolg hat. Und deswegen müssen wir auch hier Grundprinzipien bilden. Also erstens wieder unbedingt die Grundausstattung statt der Projektfinanzierung. Dann möglichst Finanzzuweisungen auf Dauer. Denn dann kann ich zwar einmal mich unterwerfen, aber in der Zukunft bin ich dann frei, weil ich ja das Geld auf Dauer zugesagt bekommen habe. Während wenn ich es jedes Jahr wieder beantragen muss oder jedes Jahr übermäßig rechtfertigen muss, entsteht ein großer Verlust für die Freiheit, insbesondere durch Ängstlichkeit. Keiner, der ein großes Projekt begonnen hat, möchte es abbrechen müssen. Seinen Mitarbeitern sagen, wir haben Pech gehabt, wir kriegen kein Geld mehr. Er wird fast alles tun, um die Verstetigung zu erreichen. Und wenn er dann, und das kommt ja vor, gesagt bekommt, ihr bekommt das Geld nächstes Jahr nur, wenn ihr die Maßstäbe für die Zusammensetzung von Dekan und Rektorat anders formuliert, dann tut man das. Obwohl derjenige, der das will, überhaupt keine Kompetenz hat. Nicht? Den müssten wir wirklich in die Wüste jagen, weil er etwas sich anmaßt, was ihm nicht zusteht. Und dann werden wir gewährleisten müssen, auch hier, denken Sie etwa an die Exzellenzinitiative, die konzipiert worden ist als Dauerförderung herausragender Universitäten. Und Sie alle wissen, wie sich unsere Universität in der Sammlung aller Kräfte, die wir haben, und einer wunderbaren Kooperation, wir letztlich so erfolgreich waren. Aber wenn jetzt die Verlängerung davon abhängt, nicht von zwei Clustern, dass man dann verlängert wäre, sondern von zwei Clustern, dass man sich um die Verlängerung bemühen darf, dann sehen Sie, wie hier ein Mechanismus ansetzt, der einfach das, was geleistet worden ist, und das sollte man prüfen, was hat die Universität Heidelberg in ihrer Exzellenz die letzten 5 Jahre geleistet? Vom Marsilius-Kolleg bis zur Physik. Ich bin nicht beteiligt, deswegen sage ich, das war sensationell. Dann sollte man dieses anerkennen und sagen, solange ihr dieses Niveau haltet, und das weißt du in den nächsten 5 Jahren danach, dann bleibt ihr exzellent. Während wenn wir jetzt wieder diese Antragsverfahren durchführen müssen, die ungeheuer viel Forscherkraft bindet, die ungeheuer viel Abhängigkeiten schaffen, denn in den Gremien,
die dann über die Exzellenz entscheiden, sitzen ja auch Professoren, die einer Universität angehören, die nicht exzellent ist. Und das schafft nicht nur Freundschaft, das ist doch menschlich. Nicht? Deswegen wäre die Verstetigung der Finanzzuweisung nach sorgfältiger und intensiver Prüfung, wie sie in den beiden Exzellenzbewerbungsphasen war und wie wir sie in Heidelberg durchschritten, durchlitten und erfolgreich bejubelt haben, nicht? Wäre ein ganz großer Schritt, um hier Stetigkeit hineinzubringen. Meine Damen und Herren, ein kurzes Schlusswort zum Zeitgeist zu den Medien. Erkenntnis heißt wahr oder falsch, Demokratie heißt gewollt oder nicht gewollt. Die Medien beteiligen sich im Kern an dem demokratischen Diskurs, nicht an dem fachwissenschaftlichen Diskurs. Und deswegen sind diese beiden Welten eigentlich voneinander geschieden, aber nicht so geschieden, dass der eine nicht Einfluss gewönne auf den anderen. Und deswegen müssen wir zunächst uns thematisch darauf einrichten, dass wir das, was in der Medienwelt, in der öffentlichen und der veröffentlichten Meinung geschieht, bewusst reflektieren. Ich mache Ihnen ein aktuelles Beispiel. Sie alle haben erlebt, dass der Deutsche Bundestag einen Völkermord, Armenien, nach 101 Jahren öffentlich gerügt hat. Wir hatten früher bei den Friedensverträgen, vom Westfälischen Frieden bis noch zu Versailles, immer als erstes die Regel, was gewesen ist, wird vergessen, weil sich sonst der Krieg fortsetzt. Die Kriegspartei hat den Vater der Familie, den Sohn der Familie, den Bruder der Familie getötet. Der Mensch sinnt auf Rache. Und deswegen war die erste Kultur des Friedensschlusses das Vergessen. Und Sie wissen, der EuGH hat ja im letzten Jahr das Grundrecht auf Vergessen in anderem Zusammenhang neu entdeckt. Wir haben jetzt eine Kultur des Erinnerns, weil wir meinen, und vielleicht mit gutem Grund meinen, wir müssen uns des Unrechts erinnern, um gewappnet zu sein, dass uns das nicht wieder passiert. Und auch da stellt sich die Frage, erinnern wir uns das Unrecht oder erinnern wir uns an die Vorbilder, Widerstandskämpfer, Märtyrer, die versucht haben, das Unrecht zu bekämpfen? Das ist eine wichtige Frage für den, der im Hörsaal steht. Was wollen Sie den jungen Menschen vor Augen führen? Das Unrecht Ihrer Eltern oder Großeltern oder die Personen, die sich gegen dieses Unrecht gewehrt haben? Und wir haben etwa bei uns einen Lehrstuhl für die Frage Vergessen und Erinnern. Wir werten das nicht, aber wir widmen uns im Schwerpunkt historisch, philosophisch, sprachwissenschaftlich diesem Thema, um dort Erkenntnis für die Selbstreflexion zu gewinnen. Ich glaube, dies ist ein ganz wichtiger Vorgang, um dieses Problem ein wenig einzuhegen und vielleicht in einigen Jahren intellektuell zu bewältigen. Wir müssen den Mut haben, die Begriffe so zu wählen, wie wir sie meinen. Elite, Exzellenz, Spitzenforschung, Hochbegabter, Ausländer. Das ist ganz wichtig für unser Wahlrecht, nicht? Also ich bringe den jungen Studenten bei, dass der Deutsche wählen darf und der Ausländer nicht. Das ist in jedem Staat so, nicht? Jetzt kam kürzlich ein Rundschreiben von einem Ministerium, das mir sehr fern steht. Und die wollte nun besonders großzügig und liebenswürdig zu Ausländern sein, was ich auch gerne bin. Und ich bin mit Ausländern befreundet, da bedarf es überhaupt keiner Liebenswürdigkeit. Und die haben gesagt, wir sollten den Ausländern Deutscher Plus nennen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ich bringe meinen Studenten bei, Artikel 38 Absatz 2, jeder Deutsche darf wählen, jeder Deutsche Plus darf nicht wählen. Also ich glaube, der Erhellungseffekt dieser Belehrung greift nicht sehr weit. Nicht? Wir begreifen die Welt in unseren Begriffen. Und deswegen haben wir die Macht zu unterscheiden. Der eine ist Deutsch und Ausländer, der andere ist arm und reich, der eine ist gebildet und ungebildet, der andere sind Mann und Frau. Wir unterscheiden so, wie die Wirklichkeit ist und fragen dann, ob daraus eine Verschiedenheit in der Rechtsfolge sich ergibt oder eine Gleichheit. Das ist damit ja nicht beantwortet. Deutsch und Ausländer sind in der Menschenwürde frei, gleich. In der individuellen Freiheit gleich. Im Steuerrecht gleich. Im Sozialrecht gleich, im Gesundheitswesen gleich, nicht? Aber im Wahlrecht eben nicht, weil das die Grundidee des Demos
des Staatsvolkes ist, das die jeweilige Staatsgewalt ermächtigt. Wir müssen die Rankings kritisch beobachten. Wir müssen die Verantwortungsstrukturen, das habe ich vorhin gesagt, deutlicher bewusst machen, auch gegenüber den Medien. Der Persönlichkeitsschutz ist in dieser Reihe behandelt worden. Wir müssen die Ökonomisierung unseres Rechts in Frage stellen. Die fünf Weisen sagen uns die letzten 25 Jahre, wie das zukünftige Wirtschaftswachstum sein wird. Und zwar mit zwei Stellen hinter dem Komma. Wir werden ein Wachstum haben von 2,74. Diese Prognosen habe ich, wenn ich mal einen Sigma-Bereich nehme von 0,7%, was sehr viel ist, die letzten 25 Jahre nicht gestimmt. Mit Ausnahme 2008 bei dem großen Crash, das war ein Zufallstreffer. Wir haben uns darauf eingelassen, dass Menschen, die sich als Wissenschaftler darstellen, die aber nicht über das Wissen verfügen, das zukünftige Verhalten der Menschen, Marktverhalten ist Psychologie, das zukünftige Verhalten der Menschen vorauszusagen, dennoch dieses in der präzisesten Form, deren eine Naturwissenschaft möglich ist, in Zahlen auszudrücken. Und da müssen wir fragen, wer kann das? Wer darf das? Wer ist seriös? Wer maßt sich an? Auch das gehört zu unserem Wissenschaftsthema. Die Fehlerquellen sind bei uns allen. Bei dem Juristen, bei dem Lehrer, bei dem Arzt, bei dem Physiker. Die Fehlerquellen sind bei uns allen. Aber wir haben eine Organisationsform, wir haben einen Verhaltensmaßstab, wir haben eine Methodik entwickelt, die es uns erlaubt, in der Begegnung mit den anderen Disziplinen und Fakultäten die Fehlerquelle deutlich zu reduzieren. Wir verfolgen ein Ideal der Wahrheit mit völlig unzulänglichen Menschen. Das ist der Ausgangspunkt. Jeder macht täglich einen Fehler. Aber wir versuchen, einmal die Fehlerkontrolle zu organisieren, die Fehlerkorrektur zu organisieren und die Behutsamkeit der Aussage auf tendenziell Fehlerlosigkeit auszurichten. Das große Ziel, die Gerechtigkeit, die Gesundheit, erreichen wir nie, aber wir bemühen uns täglich im Zusammenwirken dessen, was wir Universitas nennen, diesem Ziel ein wenig näher zu kommen. Schönen Dank.